Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Sympatex More Than a Membrane. Mein Name ist Kim Scholze. Ich bin Moderatorin, Teil der Outdoor- und Sportartikelbranche seit über 20 Jahren und Head of Storytelling bei Sympatex. Wofür steht Sympatex? Was tut sich gerade in den verschiedenen Branchen und in welcher Art und Weise wird Sympatex die Marktgegebenheiten aufnehmen, prägen und hoffentlich verändern? Darüber spreche ich heute mit Dr. Rüdiger Fox, CEO von Sympatex. Hallo, liebe Kim. Hallo, lieber Rüdiger. Du bist Visionär, Aktivist, ein Mensch mit einem großen Motor für wirtschaftliche Transformation. Dein Hintergrund in den unterschiedlichen Branchen zeichnet dich aus und seit etwas über fünf Jahren prägst du Sympathex und setzt die entsprechenden Schwerpunkte in der Firma, aber auch in der Branche. Bitte fass doch mal kurz zusammen. Was ist Sympathex und wofür steht es? Das? Ja, das ist nicht ganz einfach, weil man müsste eigentlich drei Ebenen anschauen. Einmal ist Sympathex eine intelligente High-Performance-Membran. Die prädestiniert ist für moderne automatisierte Fertigungsverfahren und Assembly-Verfahren. Zum Zweiten gibt es dann die Ebene, dass das Material, was wir benutzen, massive Vorteile im Bereich der wesentlichen Kriterien für Nachhaltigkeit hat. Und zum Dritten ist die Membran eigentlich das Missing Link in unserer Sicht, um das zu tun, wo wir gerade die Reise erst begonnen haben, nämlich die Industrie in eine zirkuläre Industrie umzuwandeln. Vielen Dank, Rüdiger. Dann spannen wir das Bild etwas weiter und nutzen dafür die Schwerpunkte von Sympathex. Das Geschäftsmodell baut auf den Säulen Bekleidung, Schuhe, Berufs- und Arbeitskleidung auf. Alle Bereiche nähren sich aus Prinzipien und Anwendungen, die Sympathex auszeichnen. Gehen wir in die Inhalte. Rüdiger, stell uns doch bitte mal die aktuelle Brandpräsentation und das Portfolio von Sympatex vor. Also, ich glaube, am Anfang muss man einfach so ein bisschen den Hubschrauberblick nochmal nehmen. In welchem Kontext ist unsere Industrie im Moment unterwegs? Und wenn man rausschaut, ist es einfach so, dass die Probleme, die wir heute da draußen sehen, sehr stark industriell gemacht worden sind. Wir haben verursacht den Impact auf die Erde, auf was auch immer das Wasser und so weiter. Und wir sind einfach der Überzeugung, wir sind die erste Generation, die es anders machen muss. Wir müssen uns neu erfinden. Wir müssen die Art und Weise, wie wir industriell aktiv werden, neu machen. Und unser Ansatz eben ist, wir müssen den Kreislauf schließen. Anders geht es nicht. Und den Kreislauf können wir nicht alleine schließen, sondern den Kreislauf müssen wir gemeinsam schließen. Und deswegen haben wir vor vielen Jahren schon gesagt, Kreislauf, Closing the Loop ist unser Mantra, ist unsere Mission. Und für uns bedeutet das, und wir haben da auch eine Zeitschiene dran gemacht und die uns gut überlegt, dass wir bis 2030 unser komplettes Portfolio. In eine zirkuläre Umgebung versetzen werden. Und daran arbeiten wir. Und das bedeutet gleichzeitig natürlich, dass wir auch nicht mehr Spuren hinterlassen dürfen, als der Planet aushalten kann. 100 Prozent zirkulär. Wir hören das immer häufiger und ich gefühlt spricht die ganze Welt davon. Wenn wir nicht nur das in unserem eigenen System sehen, sondern auch äh, hören und davon ausgehen, dass die EU entsprechende Regularien festlegt, was bedeutet das denn konkret? Wenn wir jetzt äh, dein Statement sehen mit minimalen Spuren und der hundertprozentigen Zirkularität, wie konkret kannst du gehen? Also ich glaube, primär bei der Diskussion muss man einfach sehen, sie wird komplizierter gemacht, als sie eigentlich ist. Niemand würde fragen, was ist eigentlich ein Kreis? Äh, und Zirkularität ist eigentlich genau das Gleiche. Zirkularität ist, dass wir die beiden Enden unseres Produktionssystems, nämlich den Rohstoff, Verbinden mit dem Produkt, das das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, und die beiden Stecker zusammenziehen. Das ist im Wesentlichen Zirkularität. Auf dem Weg dorthin müssen wir natürlich achten, achtsam sein, dass wir nicht zu viele Spuren hinterlassen. Und da muss man einfach fairerweise sagen, unsere Industrie hat zumindest in vier wesentlichen Bereichen extrem viele Spuren hinterlassen. Ich sage mal, es ist ein Teil, der ist Upstream. Upstream heißt, das heißt, rückwärts in der Lieferkette, bevor wir das Produkt fertiggestellt haben. Da geht es im Wesentlichen um die Themen ähm, Wasser. Wir versuchen speziell im Bereich von Wasser unsere so Spuren zu minimieren, beispielsweise, dass wir die Laminate so ausgelegt haben, dass sie 50 Prozent weniger Mikroplastik erzeugen als vergleichbare Textilien. Ähm, zum zweiten das ganze Thema Chemie, die Chemie, die wir benutzen, muss so minimal sein, dass sie kompatibel ist mit den Möglichkeiten der Natur, die zu absorbieren. Ein Thema für uns ein großes Mantra ist das komplette Verbot der Fluorchemie, wo wir schon seit Jahren für stehen und wo zum Glück die EU jetzt erste Maßnahmen macht. Und das dritte Thema ist in jedem Fall auch das Thema CO2. Wir haben 2016 angefangen, tatsächlich uns das Klimathema vorzunehmen. Da hat noch niemand von geredet. Wir wissen mittlerweile, dass unsere Industrie mehr Klimaschaden anrichtet als die Flugzeuge und die Schiffe zusammen, also etwas, was vorher sehr versteckt war. Und dann gibt es den zweiten Teil, das ist das, was ich Downstream nenne. Das heißt, wenn das Produkt mal im Markt ist, wo wir früher immer gesagt haben, interessiert eigentlich kein Menschen danach mehr, doch es interessiert sehr, weil wir machen so viel Bekleidung, dass an der Stelle wir einfach die Verantwortung dafür übernehmen müssen, was passiert danach. Und Downstream heißt das für uns im Wesentlichen. Wir müssen uns überlegen, was passiert mit 100 Milliarden Kleidungsstücken oder 23 Milliarden Paar Schuhe, wenn der Konsumer irgendwann am Ende des Lebens sich von denen trennen will. Und das ist die zweite Hauptverantwortung, wo wir Closing the Loop angesetzt haben, wo wir gesagt haben, wir müssen zirkulär, das heißt, wir müssen in einen Recyclingprozess reingehen, der Wert erhalten, dieses Rohmaterial im Kreislauf gemacht hat. Ich habe mir irgendwann gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir zufrieden sind, wenn das, was wir in die Welt gegeben haben, am Ende des Lebens verbrannt wird. Und das ist in der Regel das Hauptschicksal der meisten Bekleidungsstücke. Deswegen haben wir in den letzten Jahren den Schwerpunkt darauf gelegt, auch an der Stelle den Kreislauf zuzumachen. Das heißt im Wesentlichen, ich habe eben gesagt, die beiden Stecker zusammenstecken. Also der eine Stecker ist eben, wo ziehe ich mein Rohmaterial her? Und der zweite Stecker ist, was gebe ich zurück in den Markt, damit es am Ende des Lebens dann irgendwann wieder zirkulär wiederverwendet werden kann. Und das ist so ein bisschen unser Fokus. Also keine Spuren upstream hinterlassen, wenn wir ein Produkt erzeugen. Und zum zweiten downstream wirklich hingehen. Und sagen, wie kann das Ganze so sein, dass wir unser eigenes Material in Anführungszeichen, also im Prinzip Textilien, wiederverwenden, um daraus wieder neue Produkte zu machen. Und irgendwann habe ich mal gesagt, es ist eigentlich im Bereich der Synthetikindustrie die moralische Grundlage für das, was wir tun. Wenn Plastik am Ende irgendwann nur im Feuer landet oder im schlimmsten Fall im Wasser, im Meer oder wo auch immer, verlieren wir die Grundlage dessen, warum wir überhaupt unsere Industrie so bearbeiten oder durchführen dürfen, wie wir das heute machen. Und deswegen ist für uns upstream die drei Sachen Wasser, Chemie und CO2 oder Energieerzeugung das Hauptthema bei den Spuren und downstream eben, dass wir den Kreislauf schließen und die beiden Stecker zusammenführen und dabei die Industrie helfen. Makroskopisch bedeutet das, Nachhaltigkeit kann nicht nur daraus bestehen, in einzelnen Schritten zu agieren, sondern du sagst, es macht erst dann Sinn, wenn man alle Bereiche verbinden lernt, sprich Wasser, Chemie, Energie und Müll. Was, bitte? Ja, also entschuldige, wollte ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir reden heute ganz viel über Nachhaltigkeit und alle sind nachhaltig und das ist ungefähr genauso ein einfaches Wort wie der Kreislauf. Nachhaltig heißt, ich kann eine Tätigkeit bis in alle Ewigkeit weiterführen, ohne dass ein Schaden passiert an der Gesellschaft um mich herum, an den ökologischen Systemen, was auch immer. Und zu sagen, ich mache es ein bisschen besser und bin schon nachhaltig, ist ja schlicht faktisch falsch. Wir müssen uns also dahin begeben und sagen, was sind die wesentlichen Bereiche und wie können wir diese als ganzheitliches System eben in ein neues Verfahren umsetzen, wie wir unsere industriellen Aktivitäten durchführen. Und du hast eigentlich quasi mir den Weg bereitet, ich muss gar keine Frage mehr stellen, was bedeutet das konkret für Sympathex und fürs Portfolio bzw. die Produkte? Naja, für die Produkte heißt das ja, sich zum ersten Mal einen Schritt zurückzugehen und sagen, was, was, welche Schäden. Erzeugen wir eigentlich? Was ist eigentlich das und wie können wir das so umdrehen, dass das Angebot, was wir am Markt machen, tatsächlich mit unserem eigenen Anspruch auch kompatibel ist? Und da ist es so, wir haben natürlich mit der Membran angefangen. Die Membran ist unser Kernprodukt und die Membran inzwischen haben wir ja produktionstechnisch so umgestellt, dass wir schon oder eigentlich seit mehreren Jahren keinerlei Produktionsabfälle erzeugen. Also der erste Schritt ist, keinen eigenen Müll erzeugen, sondern 100 Prozent der eingesetzten Rohstoffe erstmal irgendwo in ein Produkt reinzubringen wenn im zweiten Schritt uns darauf konzentriert, die Rohstoffe, die weitgehend fossil noch waren, schrittweise umzustellen. Wir sind im Moment bei einer Quote von über 25 Prozent, wo wir tatsächlich die Rohstoffe aus Abfallsystemen anderer Industrien holen. In dem Falle weitgehend der Papierindustrie, wo wir einfach Abfall dort so aufarbeiten können, dass es ein äquivalentes Produkt ergibt, ohne irgendwelche Performance-Nachteile. Ich glaube, das ist immer wichtig zu sehen. Wir machen keinen Trade-off, sondern wir versuchen, das... Perfekte hinzukriegen und trotzdem das andere auch zu machen. Ähm, im, Im zweiten Schritt haben wir einfach festgestellt, dass, wenn wir Innovation nicht als freie Kreativität sehen, sondern klare Grenzen für uns selber setzen, dass wir da viel schneller vorankommen. Und da sind wir hingegangen und haben gesagt: Naja, eine Membran aus einem bestimmten Material, wenn ich andere Textilien draufklebe, wird das ein Compound, den ich nicht einfach recyceln kann. Und so sind wir vom ersten Schritt Polyestermembran in eine Monomaterialstrategie reingegangen, was die Materialien anbelangt, haben wir auch Materialien gefunden, die Abriebwerte einer Motorradbekleidung aushalten und ähnliche Dinge, Elastizität von Elastan ohne Elastan einzusetzen. Also wir sind ganz gezielt reingegangen und haben gesagt, wir brauchen einen Innovationsprozess, der als Leitplanke Monomaterial hat und das tut manchmal weh, weil Kunden andere Anforderungen, Erwartungen haben und weil wir auch was anderes es was beschneidet, ne? Was beschneidet. Aber wenn man sich das als Energie vorstellt, ist das so ungefähr wie wenn ein Fluss nähere Ufer zusammenrückt, dann erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit. Und das ist das, was wir machen. Und da haben wir aber festgestellt, dass es im Prinzip das Prinzip bei der Innovation. Wir haben also eine Monopaterialstrategie gemacht, ohne irgendwas von den Performancewerten einzureden. Also wir brauchen an der Stelle jetzt nicht über Wasserdichtigkeit und alles Mögliche zu reden. Das ist ja schon fast ein Hygienestandard in unserer Industrie, auch wenn wir jetzt immer noch Wassersäulen-Diskussionen alle führen. Aber das ist kein Kompromiss für uns. Das ist Standard garantiert. Das müssen die Randbedingungen bleiben. Aber wir sind halt im zweiten Schritt hingegangen, okay, wie kann ich eine Wassersäule von 45.000 erzeugen und trotzdem in einem Materialbereich bleiben, eingeschränkt, den ich halt am Ende des Lebens wieder sehr einfach recyceln kann. Und da muss man einfach sehen, die Synthetikindustrie hat 80 Prozent Polyester. Wir sitzen also, fairerweise muss man sagen, historischer Zufall, aber wir sitzen perfekt im Sweet Spot eines zirkulären Systems für die Textilindustrie. Und dann haben wir im Prinzip... Das Thema Ökologie uns auf die Fahnen geschrieben, wo wir gesagt haben: Okay, wie kriegen wir es primär zumindest schon mal äh, klimaneutral? Da haben wir eine Brückentechnologie der Kompensation, die halte ich auch für sehr sinnvoll, bis wir die Industrie so umstellen können, dass wir es das alles mit natürlichen Energieerzeugung machen können. Wir haben das ganze Thema Recyclability, habe ich genug gesagt. Wir haben natürlich das Thema Fluorchemiefreiheit. Also, das ist schon irgendwo unterirdisch, was wir da seit Jahrzehnten gemacht haben. Und das wird höchste Zeit, dass das Zeug verboten wird. Ähm, und haben natürlich dabei noch das Thema Atmungsaktivität im Auge und auch da hat, haben wir einfach ein bisschen Glück gehabt, weil die Komposition unserer Membran aus einem hydrophilen, also einem wasserliebenden Teil und einem wasserabstoßenden Teil ist so, dass das, die Membran an sich intelligent ist. Die spürt also, wenn ich hart Sport mache, dann atmet die einfach besser und wenn ich mal ein bisschen entspanne, ja, dann kann die auch ein bisschen entspannen. So, und diese Kombination hat halt dazu geführt, dass wir gesagt haben: Okay, wie kriegen wir Long-Life-Produkte? Ich finde ja die Diskussion toll, dass Durability ähm, jetzt im Moment in aller Munde ist und jeder dann plötzlich langlebige Produkte erzeugt. Aber es kann ja nicht alles sein. Also, langlebige Produkte, wenn ich die wegschmeiße, bleiben halt auch lange in der Natur. Sondern wir müssen schauen, dass die Linie halt nicht nur länger wird, sondern wir die beiden Stecker zusammenkriegen. Und das ist unser Ansatz. Das heißt, dieses ganze Thema Polyester ist der Kern unserer Strategie. Wir sind bei 85 Prozent Monomaterial in unserem Portfolio. Da fehlen noch 15 Prozent, an denen arbeiten wir intensiv. Und wir werden auch nicht aufhören, bis wir da sind. Aber Polyester ist das ideale Rohmaterial für unsere gesamte Industrie. Wie gesagt, 80 Prozent Seepolyester. Und es wäre überhaupt kein Problem, da reinzugehen und zu sagen: Macht es zirkulär. Das ist dann nämlich die offene Frage, wenn es darum geht, was bedeutet das, den Kreislauf mhm. zu schließen. Und aus Sicht mhm. des Membran-Spezialisten mit einer entsprechenden Historie von 35 Jahren ist das in unserem Kosmos mhm. sehr einfach nachzuvollziehen. Was bedeutet mhm. das für die Branche? Wo setzt in deinen Augen die Zukunft an und was braucht es hierzu? Also, ich glaube, wir müssen uns einfach eins bewusst sein und das ist eigentlich das letzte Wort in dem, was wir als Motto uns mal gegeben haben: Together. Zirkularität wird nicht in einem Wettbewerbsumfeld, wie wir es bisher haben, realistisch sein. Wir können nicht jeder unsere Klamotten wieder einsammeln, versuchen, da streikt schon der Konsument. Wir können auch überhaupt nicht wirtschaftlich Einzellösungen generieren, die dann zirkulär werden, sondern wir müssen uns einfach zusammensetzen und sagen, hey, lasst uns auf gewisse Standards festlegen. Genauso wie die Stecker von allen Elektroautos mittlerweile standardisiert sind, müssen wir auch in unserer Industrie hingehen und sagen, die Stecker kriegen wir halt nur zusammen wenn wir uns auf bestimmte Standards festlegen. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz in den letzten Jahren gewesen, das heißt neben dem technologischen, zu sagen, wie kann man Systeme andenken, ausprobieren. Wir haben gewisse Konsortien mal gegründet, um es mal auszuprobieren, um tatsächlich zirkulär zu werden. Wir machen das als B-Corp, wir haben uns zertifizieren lassen als B-Corp, weil wir auch das Tor aufgemacht haben, für uns selber zu sagen, wir wollen eine soziale, gesellschaftliche Verantwortung haben, die auch ein Shareholder nicht außer Kraft setzen kann. Das ist in unseren Statuten des Unternehmens festgelegt seit mehreren Jahren. Und wir wollen einfach der Gesellschaft an der Stelle ein Stück zurückgeben, was wir fairerweise in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ihnen als Müll hinterlassen haben. Und das geht, wie gesagt, nur zusammen. Das heißt, dieses Together ist nicht so ein flapsiges Wort, lass uns mal ein bisschen kuscheln und kooperieren. Sondern heißt für uns tatsächlich ein fundamentales Neudenken der Zusammenarbeit mit anderen. Und das fängt sicher an der Stelle bei uns an. Also Hausaufgaben zuerst machen ist für mich irgendwie so Hygienefaktor. Aber geht natürlich weiter. Also wir arbeiten intensiv mit Kunden, dass wir von Anfang an ein sein haben, dass wir idealerweise Reißverschlüsse, Knöpfe und was man alles noch braucht, um ein Produkt zu machen, zum einen aus dem richtigen Material machen und in der Art, wie wir die Membranen, wir können die tief ziehen, wir können die schweißen, das sind neue Technologien, die gab es in der Industrie noch nicht, wie wir einfach das neue Produkt daraus machen können, ohne die Materialien wieder zu vermischen. Weil Vermischen ist wirklich tödlich für jeden Recyclingprozess oder zumindest wahnsinnig ineffiziv. Dann haben wir das ganze Thema Performance. Das heißt, natürlich brauchen wir Produkte, die im Handling, im Caring gut sind, müssen aber den Konsumenten auch klar machen, dass es gewisse Abstriche geben könnte. Und der eine heißt zum Beispiel Fettabweisung einer DWR, also einer, einer wasserabweisenden Außenbeschichtung einer Klamotte. Da muss man sich halt irgendwo fragen, brauche ich eine Nanobeschichtung auf dem SUV? ja damit der Schlamm wieder runterfällt oder ist halt ein SUV so ist eine Autojacke darf auch mal einen Fleck haben ja das müssen wir im Kopf richtig stellen damit wir endlich aufhören da eine Chemie rauszupusten die die Generation nach uns einfach ausbaden müssen und dann haben wir zum dritten natürlich das ganze Teil refurbish Repair die Produkte müssen reparierbar sein und idealerweise gesammelt werden können oder in Sammelsystemen landen. Und das ist ja das Wunderbare. Die Diskussion verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Wir haben eine Industrie, die sammelt eh. 70 Prozent unserer Bekleidung landet in einem typischen Altkleidercontainer. Also wir müssen keinen gelben Sack erfinden. Wir haben keine Altpapiersammlung, die wir brauchen. Das ist alles da. Also im Prinzip brauchen wir eine Glastonne, eine Aluminiumtonne oder Metall. Dann noch vielleicht eine für Papier. Und die vierte ist Bekleidung. Das Problem ist groß genug, dass sich das lohnt. Und das ist eben das, was wir... Close in the Loop auch mit Partnern nennen. Das heißt, wir brauchen auch mental eine komplett neue Denke in unserer Industrie, dass wir eben nicht sagen, wer hat die bunteste Brand oder die höchste Wassersäule, sondern sagen, da gibt es ein paar Hygienefaktoren, die müssen wir einfach gemeinsam feststellen. Und das ist so ein bisschen der Ansatz und das machen wir natürlich mit anderen zusammen. Das heißt, B-Corp habe ich erwähnt, das ist einfach für uns so eine, so eine fundamentale Grundeinstellung. Wir können als Industrie uns nicht mehr klassisch definieren, ich optimiere den Geldsäckel meines Shareholders. Sondern wir müssen reingehen und sagen, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, der müssen wir gerecht werden. Da lassen wir uns zertifizieren. Wir sind froh drüber, bei den öko oder den, den Nachhaltigkeitsanteilen haben wir das schon geschafft. Wir gehören den fünf Besten der b corps also sind fünf Prozent der Besten. Wir arbeiten an den anderen Themen weiter und dann gibt es natürlich die üblichen Zertifikate und ich habe es unten mal aufgelistet: die Partnerships. Wir arbeiten mit NGOs zusammen, die ganz berechtigt die rote Fahne heben und sagen: Leute, so geht das nicht. Plastic Soup Foundation beispielsweise und anderen, ähm, wo wir wirklich uns bemühen, mit denen zusammenzuarbeiten, die uns helfen können, das anders in der Zukunft zu machen. Das, was wir hier sehen als äh, Award- und Partnership-Anteil, sind natürlich nur einige der Bereiche. Ich glaube, der, der Hinweis ist berechtigt, zu sagen, auf www.sympathex.com gibt es alle weiteren Informationen, inklusive der Nachhaltigkeitsberichte. Und vielleicht, ähm, bevor wir dahin gehen, wo alle, die uns jetzt gerade zuhören und die auch ähm, mehr wissen wollen, wo sie das dann okay. finden, das wäre mhm. dann der Abschluss, aber vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu der Teamkultur und Organisation, wer eigentlich alles hinter diesen mhm. Audits, Kooperationen, mhm. was steckt alles dahinter? Noch ein kurzer Ausflug, bitte. Also die, die, die Grundidee, die wir dahinter immer haben, wir wollen so transparent wie möglich sein. Bei uns kann man reinkommen und gucken. Und das machen wir auf der Webseite, das machen wir in der Art und Weise, wie wir unsere Strategie offengelegt haben, schon vor vielen Jahren, weil... Die Idee ist eigentlich, wenn wir niemanden bei uns reinlassen wollen und nur was zeigen oder behaupten nach außen, was wir vielleicht nicht real sind, schaffen wir eine Wirtschaft des Misstrauens. Und wir glauben, wir müssen wieder das Vertrauen des Konsumenten, aber eher vielleicht sogar das Vertrauen der Gesellschaft wieder gewinnen, die einfach im Moment den Deckel gelüftet hat und geguckt hat, was haben sie seit vielen Jahrzehnten gemacht. Und diese Zertifikate sind ein Weg dahin. Die decken in der Regel nur bestimmte Segmente ab. Deswegen haben wir da so ein Sammelsurium und da wird sicherlich hoffentlich irgendwann was Kollektives draus werden. Wir arbeiten in vielen Gremien zusammen, bei denen irgendwann der Verbraucher hoffentlich in drei, vier Jahren einfach so einen Hangtag an seiner Bekleidung hat und dann steht halt A, B, C, D wie beim Kühlschrank drauf. Und er kann sagen: C, Pfui, will ich nicht, oder sagen: A, 2, das kann ich schon mal mit einem guten Gewissen kaufen. Und das ist so ein bisschen die Idee und da geht es natürlich auch darum, wie gesagt, Transparenz. Wir haben es jetzt mal. Heute ist ja jeder digital. Da haben wir uns natürlich auch einen digitalen Showroom gemacht. Da kann man rumsurfen. Lade ich jeden ein, der das möchte, einfach mal gucken, neugierig suchen. Und wir sind offen für jede Form der Frage, Hinterfrage, auch dem, was wir tun. Da stehen auch im Wesentlichen die Nachhaltigkeitssachen drin, aber auch Portfolio-Details äh, und so weiter. Wir glauben einfach, wir müssen es erstmalig anders machen. Unsere Elterngeneration hat viele der Dinge nicht gewusst. Es ist völlig normal, dass wir die Produkte so gemacht haben, wie wir sie möglichst gut verkaufen. Aber wir können nicht mehr sagen, wir wissen es nicht. Und das gibt uns eine Verantwortung und deswegen sind wir der Meinung, Zirkularität ist alternativlos, hat aber die Notwendigkeit, dass wir das gemeinsam machen, hat auch die Notwendigkeit, dass wir gewisse Verhaltensmuster, Wettbewerb, wie kann ich einen austricksen, die fallen weg, weil wir einfach auch die Erfahrung gemacht haben, in einem Kreis ist jeder irgendwo an der gleichen Stelle. Ich ergänze meine eigene Frage und deine Antwort. Darfst du gerne, du kennst uns ja mittlerweile ein bisschen. <laughs> Innerhalb der, <laughs> ähm, des Leaderships und ich weiß, dass das jetzt nicht das Feld ist, wo du hin möchtest, um die Firma vorzustellen. Dennoch ist es, glaube ich, unerlässlich zu sagen, dass in der ganzen ähm, DNA, mit der all die Mitarbeiter an zum Beispiel sowas wie Nachhaltigkeitsbericht arbeiten oder auch an der, an der Systematik, wie denn eigentlich Audits gefüttert werden, dass etwas sehr Besonderes ist, dass das wirklich in jeder Instanz in der Firma mit eingebunden ist und das eigentlich im Vorfeld von, ähm, vielleicht können wir noch einmal zurück auf den Showroom gehen, dass. Äh, ist etwas, was jetzt gerade wächst. Und genauso ja. wächst auch unser, unsere Transparenz im Sinne von dem DigitalTorum, aber auch gleichzeitig mit dem Sympathy Lab, was wir gerade machen wollen, dass wir einfach Dinge vereinen, die vielleicht sonst nicht zusammenführen ja. würden. Und ich glaube, ja. abschließend für unser brand Brandportfolio ist damit zu sagen, dass wir auf der Sympathy-lab.com-Seite nicht nur unser Brandportfolio, wie wir es Status Quo jetzt gerade vorstellen können und das regelmäßig neu machen werden, sondern auch diverse Diskussionen und Gesprächsrunden, anzetteln möchten. Es gibt sehr sehr viel zu besprechen und wir würden uns freuen in dem Moment, wo sich jetzt Fragen ergeben oder wo das vielleicht auch ähm, zu diskutieren ist von Partnerseite, von Auditseite, wenn wir möglichst viel Input bekommen und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Absolut. Geht nur zusammen und dafür ähm, steht Sympathex und in dem Sinne von more than a membrane, um den Loop wieder zu schaffen, möchten wir gerne so viel lernen und austauschen, dass das dem wirklich auch gerecht wird. Und damit ist ein gutes Roundabout von 2021, glaube ich, gegeben, weil sich wirklich so viel verändert hat und in 2022 sicher einige große Schritte passieren werden. Gib einen kurzen Ausblick, was du denkst, was du dir wünschst. Ich, ich hätte es fast nicht besser formulieren, nein, ich hätte es wirklich nicht besser formulieren können, aber ich sage immer, meine Oma hat gesagt, man muss mit sich selber anfangen. Und ich glaube, was ich mir tatsächlich fürs neue Jahr wünsche, dass wir in den Dialog kommen, mit anderen Brandpartnern, aber auch mit dem Endkonsumenten, mit unseren Mitarbeitern. Wir haben eine neue agile Organisationsform gewählt, mit der wir neue Dinge ausprobieren. Wir probieren auch nur aus. Wir haben noch nicht die perfekte Lösung. Wir haben extrem gute Startvoraussetzungen mit dem Produkt, was wir haben. Und der Rest ist eine Journey, wo wir einfach jeden dazu einladen. Und ich mir tatsächlich wünsche, dass auch viele die Einladung annehmen, dass wir jetzt endlich anfangen, mal das richtig zu machen. Und das Problem ist groß genug, dass wir das wirklich dringend machen müssen. Vielen Dank, Rüdiger. Ich glaube, wir müssen keine Website-Adressen oder Kontaktadressen mehr angeben, weil dafür ist es vernetzt genug. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an Force of Disruption für die Zeit, uns hier in dem Studio bei Sport1 das darstellen zu lassen. Ich wünsche allen einen guten Tag, gutes Gelingen und gute Zusammenarbeit.